Europa im Jahr 1000. Nur wenige Siedlungen und Ortschaften ragen als kleine Inseln aus endlosen Wäldern heraus. Das Reich der Ottonen erstreckt sich von der Nordsee bis nach Rom. Aber kein deutscher Kaiser ahnt, dass zur gleichen Zeit in China die größte Stadt der Welt entsteht. Mit dem Archäologen Matthias Wemhoff reisen wir von den ersten Hochhäusern Nordamerikas zum Erbe der Wikinger auf Island, von den strahlenden Metropolen Südostasiens zu den entlegensten Inseln des Südpazifik, von den Maya in Mittelamerika nach Byzanz. Erstaunlich. Ohne voneinander zu wissen, gelang es Menschen überall auf der Welt, beeindruckende Zivilisationen zu schaffen. Matthias Wemhoff untersucht die Parallelgeschichte bekannter und unbekannter Kulturen. Eine Momentaufnahme unserer Welt im Jahr 1000. Wie lebten die Menschen an den unterschiedlichsten Orten der Welt zur gleichen Zeit? Jede Kultur hatte ihr eigenes Tempo, ihren eigenen Glauben, ihre eigenen Erfindungen. Historiker sprechen von der kulturellen Ungleichheit. Aber gab es trotz großer geografischer Distanzen vielleicht doch auch Ähnlichkeiten? Oder haben sich die Menschen in Europa, Asien und Amerika völlig unterschiedlich entwickelt? Weltweit lebten im Jahr 1000 über 90% aller Menschen auf dem Lande. Dichte Wälder bedeckten auch das Königreich der Deutschen. Gerade einmal 7 Einwohner verteilen sich auf einen Quadratkilometer. Gehöfte lagen weit verstreut und in den größeren Siedlungen lebten und arbeiteten nicht mehr als einige hundert Menschen. Erste wirtschaftliche Zentren entstanden um die Schutzburgen, wie die Sachsenburg Werla. Hier schützten immerhin Palisadenzäune vor Gefahren. Was eine Stadt ausmachte, war eine Ummauerung. Und die gab es nur in den Orten, die einst von den Römern gegründet wurden, wie Köln. Die antiken Mauern beschützten die Menschen auch noch, nachdem die Römer die Stadt schon lange verlassen hatten. Aber selbst Köln ist genau genommen noch gar keine Stadt. Denn im Wortschatz der Deutschen gab es noch gar keinen Ausdruck dafür. Noch hießen größere Orte mittelhochdeutsch Burg. Aber immerhin war Köln genauso groß wie London zu dieser Zeit. Um das Jahrtausend war Köln zweifellos die größte Stadt im Deutschen Reich. Innerhalb der alten, nun auch schon 1000 Jahre alten römischen Mauern lebten an die 10.000 Menschen. Aber wie sah es eigentlich zur gleichen Zeit in anderen Teilen der Welt aus? 10.000 Kilometer von Europa entfernt gab es zu dieser Zeit echte Megacities. Die größte Stadt der Welt liegt in China. Städte mit über 100.000 Einwohnern gab es in China zuhauf. Doch eine Stadt stach heraus. Die Bevölkerungsdichte war enorm. In Kaifeng lebten im Jahr 1000 über 1 Million Menschen. 20 Mal so viel wie in Paris. Die Hauptstadt der Song im Herzen Chinas war eine Stadt der Superlative. Fast über Nacht war aus dem Provinznest eine pulsierende Metropole geworden. Kaifeng hatte das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Hier organisierten sich Kaufleute zu Gilden und die Handwerker gründeten Zünfte. Das Geheimnis des Erfolges war die modernste Landwirtschaft der Zeit. Niemand hatte sich die Erde so gründlich untertan gemacht wie die Chinesen. Die Bauern arbeiteten sogar schon mit Pestiziden und Dünger. Das Großstadtleben wurde auf einer Seidenmalerei festgehalten. In einer Darstellungsqualität, die Europa erst 300 Jahre später in der Renaissance hervorbrachte. Und noch etwas Besonderes. Während Gemälde in Europa hauptsächlich biblische Themen zum Gegenstand haben, ist in China auch das Alltägliche ein Kunstwerk wert. Es zeigt eine quirlige Hauptstadt, in der im Jahr 1063 die Sperrstunde aufgehoben wurde und wo die ersten Teehäuser für jedermann öffneten. Lange war Tee nur in den Adelshäusern zu finden. Nun ist der rote Sand auch für das Volk erschwinglich. Ein chinesischer Chronist schrieb,
Ist jemand einen Tag ohne Tee, wird er krank. Der Staat erkannte schnell das Potenzial und erhob die erste Teesteuer der Welt. Noch eine Erfindung der Chinesen. Versuchen Sie mal, sich das Leben ohne Buchdruck, ohne Schwarzpulver, ohne Kompass und sogar ohne Restaurants vorzustellen. All dies sind Innovationen aus dem China der Song-Dynastie um das Jahrtausend. Damals war China das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nirgendwo boomte die Wirtschaft so wie hier. Bezahlt wurde mit Bronze und mit Kupfermünzen. In der Mitte hatten alle Münzen ein Loch. Denn wer etwas mehr auf seiner Einkaufsliste hatte, musste kiloweise Münzen mit sich herumschleppen. Also fädelte man eine Schnur durch die Münzen und trug das Geld in Ketten mit sich. Die Münzschnüre wurden sogar zur offiziellen Einheit des Geldverkehrs. Es gab auch Nachteile des Wirtschaftsbooms, denn um das Jahr 1000 wurde das Bezahlen zu einem echten Problem. Ein hoher Staatsbeamter konnte bis zu 200.000 Münzen im Monat verdienen. Ein Menü im Restaurant konnte 100 Münzen, das sind etwa so viele, oder auch bis zu 5.000 Münzen kosten. Kein Wunder, dass eine neue Lösung für den Zahlungsverkehr gefunden werden musste. Die Lösung: Papiergeld. 600 Jahre bevor es zum ersten Mal in Europa auftauchte, brachten es Chinesen in Umlauf. Um es fälschungssicher zu machen, wurde es mindestens dreifarbig bedruckt und bestempelt. Kaiser Cao Heng saß auf einem riesigen Vermögen, aber er vernachlässigte die Verteidigung seines Reichs. Als ihn die Kunde von einer Niederlage seiner Soldaten gegen kriegerische Nachbarvölker erreichte, schlugen seine Verwaltungsbeamten eine Investition vor. Statt gegen die Mongolen und Tanguten zu kämpfen, sollten sie gekauft werden. Der Kaiser stimmte zu. Im Jahr 1004 betrug der Preis für den Frieden 200.000 Ballen Rohseide und 4.000 Kilo Silber. Für die Song-Dynastie war das kein Rückzug, sondern ein Geschäft. Denn es waren nur 2% der Kosten eines Krieges. Auch wenn China den Ländern Europas kulturell und wirtschaftlich um Längen voraus war, dieses Vorgehen kannten auch die Herrscher in Europa. Sie versuchten gerade, sich von den gefährlichsten Angreifern freizukaufen, die sie je erlebt hatten. Es begann bereits 200 Jahre zuvor mit einem Angriff von See. Am 8. Juni 793 näherten sich pfeilschnelle Segler vom offenen Meer der englischen Küste. Wilde Horden aus Skandinavien griffen an. Die Wikinger. Bis zu diesem Tag war das Leben im Kloster Lindisfarne in Nordengland ruhig dahingeflossen. Seitdem war alles anders. Der Überfall brach über die Mönche vollkommen überraschend herein und er traf auf keinerlei Widerstand. An diesem Tag erarbeiteten sich die Wikinger ihren Ruf, der sie bis heute begleitet. Das Wilde, Raue, Kämpferische, das ist das Bild der Wikinger, das wir alle im Kopf haben und das wir aus der Überlieferung der Opfer nur zu gut kennen. Doch wie sah ihr Alltag tatsächlich aus? Wie haben sie ihr Zusammenleben organisiert? Die spannendsten Ergebnisse dazu, die kommen aus Island. Island war eine Welt wie geschaffen für die Wikinger, die an Fabelwesen glaubten und deren Götter Odin und Thor hießen. Ein Land für Mythen und Legenden. In ihrer skandinavischen Heimat war fruchtbares Land knapp geworden. So kamen die Nordmänner als erste Menschen überhaupt auf die kalte Insel. Sie konnten alles aus dem Nichts erschaffen. Wie sie das taten, war einmalig für die Zeit des Mittelalters. Man sieht es diesem Ort nicht an, aber es ist der Sitz des ältesten Parlaments Europas. Die Wikinger nannten den Platz Tingvellir, ein Versammlungsplatz, der einige Jahre nach der Besiedlung zum wichtigsten Ort Islands wurde. Von überall kamen die Wikinger-Häuptlinge und Abgesandte an diesen Ort, um neue Gesetze zu beschließen und als freie Menschen über die wichtigsten Anliegen abzustimmen.
eine frühe Form der Demokratie, einmalig im Europa des Mittelalters. Im Ting wurde auch Recht gesprochen. Die Versammlungen verhängten zum Teil drastische Strafen. Gesetzesbrecher wurden zu Vogelfreien erklärt. Um dem Tod zu entgehen, flüchteten die Verbannten manchmal an die entlegensten Orte. Einen dieser Plätze glauben Archäologen jetzt entdeckt zu haben. Eine düstere Höhle tief im Bauch eines Berges. Eine Umgebung wie aus einem Roman von Jules Verne. Ein Vulkan hat diese Welt geschaffen. Weil heiße Lava zwischen kalten Wänden schnell erstarrte, ist eine 2000 Meter lange Röhre entstanden. In der Mythologie der Wikinger war es der Wohnort des Feuerriesen Surt Schelir. Nach der Legende steckt er mit seinem Feuerschwert die Welt in Brand und vernichtet alles Leben. Nur wer wirklich keinen anderen Ausweg sah, ist wohl an diesen Höllenort geflüchtet. Der US-Archäologe Kevin Smith hat mit seinem Team in akribischer Feinarbeit einen erstaunlichen Fund freigelegt. Tausende von Knochen. Die meisten der Knochen wurden in Einzelteile zerschlagen, mit einem Hammer, Äxten, großen Messern oder Schwertern. Das Ungewöhnliche ist, es sind keine wildlebenden Tiere dabei. Alles stammt von domestizierten Tieren. Rindern, Pferden, Schafen, Ziegen und Schweinen. Die Vogelfreien haben die Tiere wahrscheinlich von den umliegenden Farmen erbeutet, um sie hier in der Höhle auszuweiden. Aus den zerschlagenen Knochen bekamen sie Knochenmark und die Fleischreste wurden zu Fett verkocht. Die Wikinger waren von der Natur nicht verwöhnt. Auch in ihrer Urheimat Norwegen fristeten die Bauern schon immer ein karges Dasein. Das hier muss aber selbst für die Hartgesottensten eine besondere Herausforderung gewesen sein. Noch nicht einmal im Sommer steigen die Temperaturen in der Höhle über 5 Grad. Im Winter sinkt die kalte, schwere Luft ins Innere der Höhle und es wird noch ungemütlicher. Dazu kommen die Feuchtigkeit und ewige Dunkelheit. Doch trotz aller Widrigkeiten haben einige Wikinger offenbar hier gelebt. Das hier sieht einem Fund von letztem Jahr sehr ähnlich. Es ist eine Glasperle. Wir glauben, dass sie nicht in Island gemacht wurde, sondern in Skandinavien oder in Norddeutschland. Das ist auch ziemlich ungewöhnlich für einen Geächteten. Vielleicht waren es sehr elegante Geächtete. Es ist noch ein Teil des Geheimnisses dieser Höhle. Was die Geächteten getan hatten, dass sie sich monatelang, vielleicht sogar Jahre in dieser Höhle verstecken mussten, ist unklar. Es muss ein so schwerwiegendes Verbrechen gewesen sein, dass ihnen ein Leben außerhalb der Höhle noch bedrohlicher erschien. Die Geschichte des berühmtesten verurteilten Wikingers ist bekannt. Erik der Rote. Wegen Totschlags mehrerer Männer wurde er vom Ting für 3 Jahre in die Verbannung geschickt. Statt in eine Höhle zu flüchten, verließ er die Insel. Er segelte mit seinen Leuten gen Westen und stieß auf Grönland. Die größte Entdeckung machte aber erst sein Sohn. Von Grönland aus segelte Leif Erikson mit seinem Schiff Richtung Westen. Man schrieb das Jahr 1001 und noch nie zuvor war ein Schiff durch diesen Teil des rauen Nordatlantik gefahren. Die Strömung riss das leichte Boot vom Westkurs fort und versetzte den Segler nach Süden. Nach 3 Tagen erschien vor den Augen der Mannschaft eine Küste. Leif Erikson betrat mit seinen Männern als erster Europäer in Neufundland amerikanischen Boden. Fast 500 Jahre vor Christoph Kolumbus. Wäre diesen Männern bewusst gewesen, dass sie das Tor zu einer neuen Welt entdeckt hatten, wäre die Weltgeschichte wohl anders verlaufen. Dass dieses Abenteuer jahrhundertelang fast unbekannt blieb, lag vielleicht auch daran, dass die Wikinger ihre Fahrten nicht dokumentierten.
Im Grunde schrieben sie fast überhaupt nicht. Ihre längsten Runeninschriften sind gerade einmal 1 bis 2 Sätze lang. In Stein geritzte Daten über Grundstücksgrenzen oder Kultsprüche. Das große Entdeckervolk der Wikinger hatte kein Interesse an geschriebenen Texten. Zur gleichen Zeit wird in West- und Mitteleuropa von einer Elite schon sehr viel geschrieben. Und die sitzt nicht etwa in den Königshäusern, sondern in den Klöstern. Es war für viele Mönche ein wesentlicher Bestandteil ihres Alltags. Sie haben Stunden im Skriptorium verbracht und mit größter Sorgfalt, auch mit größter Konzentration geschrieben. Da merkt man dann auch, dass die Schrift wirklich eine große kulturelle Leistung darstellt. Die Klosterschulen, in denen mehrere Mönche hintereinander an großen Schreibpulten gearbeitet haben, waren also tatsächlich Zentren des Wissens und in gewisser Weise auch der Wissenschaft. Eifrig werden in den Klöstern Bücher in lateinischer Sprache produziert, der abendländischen Bildungssprache dieser Zeit, die aber nur wenige verstehen. Den Mönchen ist das ganz recht, denn lesen und schreiben zu können, ist ein Privileg. Die Mönche nennen die analphabetischen Laien Illiterati und verachten sie. Und Illiterati sind damals über 90% der Bevölkerung. Weder die Bauern noch die Adligen oder die Ritter können im Jahr 1000 schreiben oder lesen. Nicht nur in Europa bleiben die Schriftkundigen gerne unter sich. In Mittelamerika schreiben und lesen nur die Priester, die mächtigen Hüter der Maya-Religion. Sie nehmen die höchsten Positionen in der Gesellschaft ein und auch sie schreiben nur für einen kleinen Kreis. Weil die wenigsten Kulturen der Welt im Jahr 1000 miteinander in Kontakt standen, entwickelte sich die Schrift überall auf der Welt in einer unverwechselbaren Eigenständigkeit. Um das Jahrtausend gab es Schrift in vielfältiger Form. Wenn ich jetzt ein Inka wäre, dann hätte ich hier vielleicht gerade ein wichtiges Ereignis festgehalten oder nur mitgeteilt, wie viele Säcke Mehl gerade abgefüllt worden sind. Das haben die Inka in diesen einfachen Schnüren gemacht, aber auch in kiloschweren Lederbündeln. Es gab um die Zeit aber auch weite Bereiche in Amerika, in Afrika, in Australien oder auch in Ozeanien, die schriftfrei gewesen sind. Mit einer ganz faszinierenden Ausnahme. 3700 Kilometer ist die Küste Südamerikas entfernt. 2000 Kilometer die nächste bewohnte Insel. Im Jahr 1000 waren die Osterinseln oder Rapa Nui der wohl isolierteste Ort des gesamten Globus. Auf der Insel gab es kaum Ressourcen, keinen Einfluss von außen. Ausgerechnet hier aber ist die einzige Schrift des gesamten Südpazifikraums entstanden. Sie heißt Rongo Rongo. Viele der 14.000 Zeichen sind noch nicht entschlüsselt. Ihren Zweck haben Forscher aber inzwischen erkannt. Auch Rongo Rongo diente einer religiösen Elite. Die Schrifttafeln waren eine Gedächtnisstütze für die Priester, um religiöse Gesänge fehlerfrei vortragen zu können. Das berühmteste Erbe von Rapa Nui sind die bis zu 10 Meter hohen Kolossalfiguren. Um das Jahr 1000 meißelten die Insulaner die Stelen in Blöcke aus Vulkangestein. Trotz ihrer Fremdartigkeit, die Kultur auf Rapa Nui entwickelte sich in die gleiche Richtung wie andere Zivilisationen zur gleichen Zeit. Mit den riesigen Statuen wollten die Menschen der Osterinseln, wie an so vielen Orten der Welt, ihre Götter geneigt stimmen. Es ist immer wieder verblüffend, wie sehr Zivilisationen ohne jeden Kontakt zueinander zu ähnlichen Kulturleistungen fähig sind. Im Südwesten der USA, in New Mexico, liegt eine der trockensten Gegenden des Kontinents. Der Chaco Canyon. Heutzutage völlig menschenleer. Vor 1000 Jahren sah das aber ganz anders aus. Im Chaco Canyon standen die ersten Hochhäuser Nordamerikas,
bis zu 7 Stockwerke hoch und mit einer umbauten Fläche von 30.000 Quadratmetern. Ende des 19. Jahrhunderts vermuteten die Forscher noch, dass in Amerika nur die Maya zu dieser architektonischen Meisterleistung fähig gewesen sein konnten. Dann aber entdeckte man eigenartige Zeichen und Bilder, die in die Felswände des Canyons geritzt sind. Sie unterscheiden sich deutlich von den Hieroglyphen der Maya. Das Indianervolk der Anasazi, das im 11. Jahrhundert den Südwesten der USA besiedelte, hat sich hier verewigt. Die fantastischen Baumeister der Anasazi erschufen fein gearbeitete Bauten aus Holz und Stein. Bis zum 19. Jahrhundert waren ihre Häuser die größten Bauwerke in ganz Nordamerika. Auffällig ist die enorme Anzahl von Räumen in den Gebäuden. Bis zu 800 Zimmer in nur einem Haus. Erstaunlicherweise finden die Archäologen aber kaum Hinweise auf eine alltägliche Nutzung der Räume. Spielten bei diesen Bauten auch religiöse Motive eine Rolle? Die Anzahl der Räume in diesem Gebäude, die nicht zum Wohnen genutzt wurden, ist außerordentlich hoch. Selbst in den oberen Etagen des Hauses. Die meisten der Strukturen dieses Gebäudes hatten eine religiöse und soziale Funktion. Wir nehmen deshalb an, dass dieses Bauwerk das spirituelle Zentrum des Canyons gewesen ist. Auch im abgelegenen Chaco Canyon stand hinter den großartigen baulichen Leistungen die gleiche Absicht wie in so vielen Kulturen. Es gibt eine höhere Macht, die es zu beeindrucken gilt. Wie sehr die Anasazi Glauben und Architektur verwoben, wird erst aus der Vogelperspektive deutlich. Von hier oben erinnert die sorgfältig geplante Anlage da unten doch stark an ein griechisches Theater. Nur werden die Besucher oder die Zuschauer, von denen es wahrscheinlich eine große Zahl gegeben hat, nicht dort unten gesessen haben, sondern hier oben. Von hier oben hatten sie eine wunderbare Sicht in den Hof und auch in die weite Ebene. Und die Archäologen hier vermuten, dass tatsächlich Tausende zusammengekommen sind, um hier die großen kultischen Feste zu feiern. Zwischen den Gebäuden erstrecken sich riesige, in die Erde gemauerte Kreise. Die Kiva, wie die Indianer sie nannten, sind offene Versammlungsräume für Rituale, symbolische Verbindungen zwischen Unterwelt und Diesseits, zwischen den verstorbenen Ahnen und den Lebenden. Ein System von Straßen von 2400 Kilometern Länge führte aus dem gesamten Siedlungsgebiet der Anasazi zum Chaco Canyon. Alles war auf das Ritualzentrum ausgerichtet. Es ist schon auffällig, dass uns um das Jahrtausend die Gebäude des Glaubens durch ihre Vielfalt, ihre Größe und ihre Ausstattung ganz besonders beeindrucken. Ich glaube, das liegt daran, dass für die Menschen damals Diesseits und Jenseits keine getrennten Welten gewesen sind. Die eine beeinflusst die andere ganz unmittelbar. Das macht deutlich, Spiritualität ist eine der großen Faktoren dieser Zeit. Der Glaube trieb die Menschen überall auf der Welt zu baulichen Höchstleistungen an, trotz der damals unüberwindbaren Distanzen zwischen den Kontinenten. Tief im kambodschanischen Dschungel entstand um das Jahr 1000 das Königreich von Angkor. Auch hier erschufen die Bewohner die prächtigsten Anlagen nicht für sich selbst, sondern für die Götter. Auch in Angkor bestimmte die Religion das gesellschaftliche Leben. Aber um das Jahr 1000 gesellte sich der mächtigen Priesterkaste eine neue Elite hinzu. Die Ingenieure. Sie verfügten über das technische Know-how, um wahre Wunderwerke zu erschaffen. Besonders beeindruckend ist ein gigantisches Staubecken.
Bis heute ist der sogenannte westliche Barei mit seinen enormen Ausmaßen von 2 Kilometern Breite und 8 Kilometern Länge das größte Wasserreservoir, das jemals von Menschenhand erschaffen wurde. Nicht weniger als 17.000 olympische Schwimmbecken hätten darin Platz. 200.000 Arbeiter erbauten die Anlage in nur 3 Jahren. Und doch ist der West-Barei nur ein kleiner Teil eines komplexen Netzwerks von Schleusen und Kanälen. Die Ingenieure der Khmer verstanden es vor 1000 Jahren meisterhaft, die geringsten Gefälle auszunutzen, um das Wasser in langen Kanälen aus den Bergen in ihre Stadt zu leiten. In der Regenzeit entwässerten die Kanäle die Felder. In der Trockenzeit wurde das Wasser in hunderte von künstlichen Flussbetten eingeleitet. Die Herrscher hatten erkannt, dass die gewaltigen Anstrengungen für die Infrastruktur sich langfristig auszahlen würden. Der wachsende Wohlstand führte zu einem enormen Bauprogramm. Die ersten großen Tempel entstanden in dieser Zeit. Einige von ihnen schlummern noch immer unerforscht im Dschungel. Es sind die Vorläufer einer ganzen Tempellandschaft, die in den darauffolgenden Jahrhunderten entstand. Die Tempeltürme waren damals mit reinem Gold überzogen, schrieb der erste Besucher Angkors, ein chinesischer Botschafter. Erst seit einigen Jahren überblicken die Archäologen die ausgefeilte Raffinesse des Wassermanagements von Angkor. Das Ensemble aus Staubecken und Kanälen umfasste eine riesige Fläche. Angkor wuchs ab dem 11. Jahrhundert im atemberaubenden Tempo zu einem Großraum für einige hunderttausend Menschen. Die künstliche Bewässerung erlaubte 3 Ernten pro Jahr und einen Ertrag von 2,5 Tonnen Reis pro Hektar. In Deutschland waren es auf der gleichen Fläche nur etwa 0,3 Tonnen Getreide. Angkor war eine der wenigen vorindustriellen Metropolen, deren Herrscher die Kräfte der Natur gezähmt hatten. Während Angkor erblühte, wurden die Anasazi im Chaco Canyon von einer Dürreperiode heimgesucht. Die Vegetation ging zurück, die Tiere verließen den Ort. Die Anasazi bauten ihr spirituelles Zentrum so lange weiter aus, bis sie um das Jahr 1100 aufgeben mussten. Die Archäologen vermuten, dass das Ende von Chaco Canyon auch wesentlich auf die zunehmende Erosion zurückzuführen ist. Diese Erosion wurde verursacht durch das Abholzen der Wälder. Ein Grund dafür sind diese Gebäude, denn sie verbrauchten Unmengen an Bauholz. Mehr als 200.000 Holzstämme wurden allein für die Deckenkonstruktionen verbaut. Mit dem Verschwinden der Bäume aber setzte die Erosion des Bodens ein. Dendrochronologen haben anhand der Jahresringe festgestellt, dass die Anasazi um das Jahr 1100 den letzten Baum in der Region fällten. Holz war die zentrale Ressource fast aller Kulturen dieser Zeit. Es war Baumaterial für Häuser, Werkzeuge wurden daraus gemacht und es war die wichtigste Energiequelle. Aber die Anasazi hatten im Chaco Canyon mehr Bäume gefällt als nachwuchsen und so das Gleichgewicht der Natur gestört. Am Ende mussten sie ihre Heimat verlassen. Sie zogen 200 Kilometer weiter nordwestlich nach Mesa Verde. Auch hier erschufen sie meisterliche Bauwerke. Aber schon 50 Jahre später verließen die Anasazi auch diesen Ort. Wohin, ist bis heute ungeklärt. Um 1250 verlieren sich ihre Spuren in der Wüste New Mexicos. Archäologen nennen es deshalb nur das Chaco-Phänomen.
Die einzige Hochkultur, mit der die Anasazi in Kontakt standen, waren die Maya. Auch sie lebten in einer Umwelt voller klimatischer und wirtschaftlicher Herausforderungen. Anders als die Anasazi glaubten die Maya aber, einen Schlüssel zur Erhaltung ihrer Welt gefunden zu haben. Die richtigen Kulthandlungen waren notwendig, um sich die Gunst der Götter zu sichern. Mit Menschenblut nährten die Maya ihre Götter. Falls die Rituale nicht so durchgeführt wurden, wie die übernatürlichen Mächte es verlangten, drohte der Weltuntergang. Zum Opferritual gehörte auch ein Ballspiel. Der Ball aus Kautschuk wog so viel wie heute ein Medizinball und das Spielen war eher eine schmerzhafte Angelegenheit und endete fast immer mit dem Tod der Verlierer. Die Opferungen wurden auf der obersten Plattform der bis zu 70 Meter hohen Pyramiden vollzogen. Bereits die Planung der riesigen Bauwerke folgte religiösen Vorschriften. Nach jeweils 52 Jahren überbauten die Maya die alte Pyramide mit einer neuen. Denn dann begann ein neuer 52-jähriger Zyklus ihrer Zeitrechnung. Aus Dankbarkeit, dem drohenden Weltende entronnen zu sein, wuchsen die Pyramiden langsam, aber stetig über die Baumkronen des Dschungels. Diese gewaltigen, monumentalen Bauwerke entstanden über den Gräbern der Könige zu Ehren der Götter. Auch wenn die dahinterstehenden religiösen Vorstellungen auf uns ziemlich fremdartig wirken, so gibt es doch vielleicht gewisse Parallelen nach Deutschland. Auch dort entstand um das Jahrtausend das größte Gebäude über den Gräbern der Könige. Dieses Bauwerk hätte wohl selbst einen Maya-König beeindruckt. Im Jahr 1025 wurde von Kaiser Konrad II. Der Bau der größten Kirche der Welt in Auftrag gegeben, der Dom von Speyer. Auch in Deutschland taten Könige in dieser Zeit alles zur Ehre Gottes. Sie selbst pflegten dagegen einen ganz und gar unspektakulären Lebenswandel. Könige in Deutschland hatten im Jahr 1000 noch nicht einmal einen festen Herrschersitz. Sie waren Reisekönige. Die Regenten und ihr Gefolge legten viele tausend Kilometer auf dem Pferd und zu Fuß zurück. Die landwirtschaftlichen Erträge einer Pfalz, eines königlichen Gutshofes, reichten oft nicht aus, um den Hof zu versorgen. Also wanderte der Hofstaat über Land, von einer Siedlung zur nächsten. Die Bevölkerung war nicht gerade euphorisch, wenn sich die Karawane der Adligen für ihren Ort entschied. Im Gegenteil. Man konnte es kaum erwarten, dass der Hof weiterzog. Denn zum Gefolge zählten Schmiede, Knechte, Mägde, Ärzte. Und alle mussten versorgt werden. Heinrich II. Wäre von Neid erblasst, hätte er gewusst, dass der Kaiser Chinas zur gleichen Zeit in einem riesigen Palast residierte oder dass der Herrscher des Königreichs von Angkor von seinen Tempeltänzerinnen in feine Seidenlaken gehüllt wurde. Ein Vergnügen war das permanente Herumziehen und das Leben in zugigen Zelten und Burgen sicher nicht, aber dem König blieb keine andere Wahl. Denn zwischen Rom und Hamburg gab es zu viele lokale Fürsten, die ohne seine Präsenz aufmüpfig wurden. Wenn der König sich nicht zeigte, wurde ihm dies schnell als Schwäche ausgelegt. Und doch wurde um das Jahrtausend der Wunsch nach einer eigenen Residenz für die Herrscher immer wichtiger. Aus dieser Motivation heraus gründete Heinrich II. Auch im Jahr 1007 das Bistum Bamberg. Es entstand ein Herrschaftssitz, der zeigen sollte, welches Selbstverständnis diesen König geprägt hat. Heinrich II. Sah sich wie ein neuer Moses beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Gebote Gottes Grundlage und Inhalt des Lebens aller Menschen würden. Die Religion als Fundament der gesellschaftlichen Ordnung.
Sein Trumpf und seine Machtbasis waren die christlichen Bischöfe. Bereits zu Lebzeiten investierte er viel Energie und Vermögen, damit die Nachwelt sich seiner erinnern wird. Heinrich wählte Bamberg zu seiner Lieblingspfalz und ließ ab dem Jahr 1004 den Dom errichten. Zum dauerhaften Sitz wurde aber auch Bamberg nicht. Den Deutschen sollte noch lange eine echte Hauptstadt fehlen. Gekrönt wurden die deutschen Kaiser immer noch in Rom, obwohl die einstige Hauptstadt des Römischen Reichs schon seit Jahrhunderten ihren Glanz und Einfluss verloren hatte. 1014 erlebte Heinrich mit seiner Krönung zum Kaiser durch den Papst den Höhepunkt seiner Karriere. Aber insgeheim schielte er immer nach Südosten. Auf das wahre politische und kulturelle Zentrum Europas. Byzanz, das um das Jahr 1000 seine größte Ausdehnung erreichte und dessen Hauptstadt vom Vielvölkergemisch profitierte. Konstantinopel, wie es später genannt wurde, war eine Metropole, in der neben den byzantinischen Griechen auch Slawen, Juden, Menschen aus Nordeuropa, Italien und der islamischen Welt lebten. Insgesamt 400.000 Menschen lebten in der damals größten Stadt Europas auf 12 Quadratkilometern. Betrachtet man die ganze Welt des Jahres 1000, dann war Konstantinopel die einzige Stadt in Europa, die diese Bezeichnung wirklich verdiente. Heute heißt Konstantinopel Istanbul und ist wieder die Nummer 1 in Europa. 15 Millionen Menschen wohnen in der Metropole. Die permanente Überbauung der ewigen Boomtown hat auch zur größten archäologischen Entdeckung geführt, die jemals in Istanbul gemacht wurde. Im Stadtteil Yenikapi fanden sich Reste von 38 byzantinischen Schiffen. Vom 6 Meter langen Kahn bis zur 30 Meter Galeere. 60 Archäologen arbeiteten Tag und Nacht, denn es war ein Wettlauf mit der Zeit. Meter um Meter näherte sich eine Riesenbaustelle. Gebaut wurde am tiefsten Unterwassertunnel der Erde. Eine Bahnverbindung, die Europa mit Asien verbinden soll und den Bosporus auf dem Meeresboden in 60 Metern Tiefe durchquert. Doch sobald die neue Bahn die verstopften Straßenbrücken entlasten sollte, waren byzantinische Wracks im Weg. Mehr als 10.000 Fundstücke wurden in aller Eile geborgen. Ton, Porzellan und Glasgefäße, bemalte Amphoren. Die Masse der Funde zeigte, Handel zur See war der Garant für byzantinische Größe und Wirtschaftskraft. Im 11. Jahrhundert waren Landverbindungen unsicher. Die prosperierenden europäischen Städte wie London, Paris, Köln oder Cordoba lagen alle am Wasser. Aber keine dieser Städte konnte es mit Konstantinopel aufnehmen. Seine Händler hatten Verbindungen in den Nahen Osten und über die Seidenstraße bis nach China. Das Reich schlug die Brücke vom Altertum zum modernen Europa und verband zugleich Ost und West. Und obwohl von all dem nichts mehr übrig ist, fällt es auch heute nicht schwer, sich das umtriebige Leben von Konstantinopel vorzustellen. Die Küstenstädte erlebten im 11. Jahrhundert einen spürbaren Aufschwung. Der Seehandel nahm ständig zu. Ganz besonders profitierte davon natürlich Konstantinopel. Die Schiffe brachten Juwelen und Gewürze aus Indien, Seide aus China, Teppiche und Perlen aus Persien und Kaviar aus Russland. Wer die Händler waren, die russischen Waren hierhin gebracht haben könnten und von welchem Volk sie stammten, das soll uns eine Inschrift in der Hagia Sophia verraten. Die Metropole am Bosporus blickte im Jahr 1000 bereits auf eine glanzvolle Geschichte zurück. Seit dem 4. Jahrhundert bildete Byzanz das politische Zentrum eines christlichen Imperiums
Und die Hagia Sophia war bis zum Bau des Petersdoms die größte Kirche der Welt. 360 Zentner Gold wurden in der Hagia Sophia verbaut. Viele Mosaiken und Kunstwerke wurden im Laufe der Jahrhunderte zerstört. Ein unscheinbares Relikt hat aber die Zeiten überdauert. Na, das hier hat nun wirklich nichts mit Byzanz zu tun. Das sind ganz klare Runen, die haben in dieser Zeit nur die Wikinger benutzt. Also muss hier ein Wikinger als Händler oder vielleicht sogar als Teil der kaiserlichen Leibgarde in Byzanz gewesen sein und stand hier oben staunend in dieser gewaltigen Kirche. Das hat ihn sicherlich mächtig beeindruckt. Während im Jahr 1001 der Wikinger Leif Erikson 8000 Kilometer weiter nordwestlich zum ersten Mal amerikanischen Boden betrat, lernten seine Landsleute auf den Märkten von Konstantinopel die Regeln einer neuen Zeit. Hier galt nicht mehr die Macht des Stärkeren. Hier überlebte, wer besser handeln konnte. Ein Volk, das nur wenige Schriftzeichen kannte, verschmolz mit einer Kultur, die zur gleichen Zeit literarische und künstlerische Meisterwerke schuf. Die Welt im Jahr 1000. Eine Momentaufnahme voller Paradoxe. Während in China schon das Papiergeld erfunden wird, besitzen die Wikinger noch nicht einmal eine eigene Schrift. Und doch waren sie es, die Amerika entdeckten und zu erfolgreichen Fernhändlern wurden. Als die Wikinger hier nach Byzanz kamen, traf eine Gruppe abenteuerlustiger und wagemutiger Krieger und Händler auf ein hochorganisiertes, durch und durch effizientes und verwaltetes Staatswesen. Größer hätten die Unterschiede kaum sein können. Genau so etwas nennt man die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und wer war nun fortschrittlicher? Die Wikinger oder die Byzantiner? Wenn wir den Blick über den Rand der eigenen Kultur hinauswagen, dann wird deutlich, dass es vielleicht die Unterschiede sind, die erst die großen Entwicklungen der Menschheit ermöglicht haben. Aber selbst Köln ist genau genommen noch gar keine Stadt. Denn im Wortschatz der Deutschen gab es noch gar keinen Ausdruck dafür. Noch hießen größere Orte mittelhochdeutsch Burg. Aber immerhin war Köln genauso groß wie London zu dieser Zeit. Um das Jahrtausend war Köln zweifellos die größte Stadt im Deutschen Reich. Innerhalb der alten, nun auch schon 1000 Jahre alten römischen Mauern lebten an die 10.000 Menschen. Aber wie sah es eigentlich zur gleichen Zeit in anderen Teilen der Welt aus? 10.000 Kilometer von Europa entfernt gab es zu dieser Zeit echte Megacities. Die größte Stadt der Welt liegt in China. Städte mit über 100.000 Einwohnern gab es in China zuhauf. Doch eine Stadt stach heraus. Die Bevölkerungsdichte war enorm. In Kaifeng lebten im Jahr 1000 über 1 Million Menschen. 20 Mal so viel wie in Paris. Die Hauptstadt der Song im Herzen Chinas war eine Stadt der Superlative. Fast über Nacht war aus dem Provinznest eine pulsierende Metropole geworden. Kaifeng hatte das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Hier organisierten sich Kaufleute zu Gilden und die Handwerker gründeten Zünfte. Das Geheimnis des Erfolges war die modernste Landwirtschaft der Zeit. Niemand hatte sich die Erde so gründlich untertan gemacht wie die Chinesen. Die Bauern arbeiteten sogar schon mit Pestiziden und Dünger. Europa im Jahr 1000. Nur wenige Siedlungen und Ortschaften ragen als kleine Inseln aus endlosen Wäldern heraus. Das Reich der Ottonen erstreckt sich von der Nordsee bis nach Rom. Aber kein deutscher Kaiser ahnt, dass zur gleichen Zeit in China die größte Stadt der Welt entsteht. Mit dem Archäologen Matthias Wemhoff reisen wir von den ersten Hochhäusern Nordamerikas zum Erbe der Wikinger auf Island, von den strahlenden Metropolen Südostasiens zu den entlegensten Inseln des Südpazifik, von den Maya in Mittelamerika nach Byzanz.
Erstaunlich. Ohne voneinander zu wissen, gelang es Menschen überall auf der Welt, beeindruckend. Weltweit lebten im Jahr 1000 über 90% aller Menschen auf dem Lande. Dichte Wälder bedeckten auch das Königreich der Deutschen. Gerade einmal 7 Einwohner verteilen sich auf einen Quadratkilometer. Gehöfte lagen weit verstreut und in den größeren Siedlungen lebten und arbeiteten nicht mehr als einige hundert Menschen. Erste wirtschaftliche Zentren entstanden um die Schutzburgen, wie die Sachsenburg Werla. Hier schützten immerhin Palisadenzäune vor Gefahren. Was eine Stadt ausmachte, war eine Ummauerung. Und die gab es nur in den Orten, die einst von den Römern gegründet wurden, wie Köln. Die antiken Mauern beschützten die Menschen auch noch, nachdem die Römer die Stadt schon lange verlassen, Zivilisationen zu schaffen. Matthias Wemhoff untersucht die Parallelgeschichte bekannter und unbekannter Kulturen. Eine Momentaufnahme unserer Welt im Jahr 1000. Wie lebten die Menschen an den unterschiedlichsten Orten der Welt zur gleichen Zeit? Jede Kultur hatte ihr eigenes Tempo, ihren eigenen Glauben, ihre eigenen Erfindungen. Historiker sprechen von der kulturellen Ungleichheit. Aber gab es trotz großer geografischer Distanzen vielleicht doch auch Ähnlichkeiten? Oder haben sich die Menschen in Europa, Asien und Amerika völlig unterschiedlich entwickelt?